Die folgende Predigt handelt von einer Person mit dem Namen Valentin Abgottsporn. Ein Atheist trägt das Wort Gott in seinem Namen. Dieses Recht spreche ich ihm im Namen der ökonomisch-katholischen Kirche ab. Das katholikenfeindliche Boulevardmagazin Der Beobachter hat Valentin Abgottsporn für den Prix Courage nominiert. Prix Courage. Und was hat dieser Abgottsporn gemacht? Hat er Kinder von der Landstraße geholt? Hat er mit Nazis einen Pakt geschmiedet? Evolutionsbiologen angezündet? Hat er die Welt der Pius-Brüder unterstützt? Neger bekehrt? Oder wenigstens Schwule geheilt? Nein, er hat gesündigt und den gekreuzigten Herrgott in die Schublade seines Lehrerpults gestopft. Und für diese 5 Sekunden Arbeit als Innendekorateur soll er nun preisgekrönt werden? Ich sage, ja. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Padre sagt ja zum Prix Courage für Valentin Abgottsporn. Nicht, weil ich den Gemeindepräsidenten und Atheistenentlasser Egon Furrer erniedrigen möchte. Für Egon Furrer ist doch alleine schon die Nomination Abgottsporns die reinste Schmach. Es ist offenbar, Gott hat Egon Furrer zum Alpenhiob auserkoren. Nein, keiner hat den Preis so sehr verdient wie Abgottsporn. Immerhin hat er für 15 Minuten Ruhm einen wahren Traumjob hingeschmissen. Was hatten wir Priester ihn beneidet? Für wahr? Ständig umzingelt von präpubertären und pubertierenden Bübchen und Mädchen. Als unangefochtene Autorität genoss er das Privileg, diese Balgen auf alle möglichen Arten und Weisen zu unterrichten. Und anders als wir Priester musste Abgottsporn nicht mal an Ostern diese Homophilität ausdrückenden Fasnachtskostüme anziehen. Diesen Traumjob hat er für 15 Minuten Ruhm weggeschmissen. Außerdem erwartet ihn das ewige Höllenfeuer, wo Heulen und Zähneklappern herrschen. Wer sowas tut, nur damit er im Walliser Boden ein, zwei Mal erwähnt wird, hat reichlich Chuzpe bewiesen und darum den Prix Courage wahrlich verdient. Doch nicht, dass ich missverstanden werde. Abgottsporn gehört ans Kreuz geschlagen. Doch die von Gott geschaffene Welt ist ungerecht. Denn stattdessen musste vor 2000 Jahren unser langhaariger Zombie mit Hippie-Frisur dran glauben. Jesus, der sich vorbildlicherweise fast ständig mit Jünglingen umgab, musste am Kreuz jammernd vor sich hinsiechen, während der übergroß bebrillte Abgottsporn sich mit ernster Miene über unsere exklusiv wahre Religion lustig macht. Der gerechte Gott hat seitdem immer wieder tapfere katholische Lämmlein und Lemminge losgeschickt, um Abgottsporn das Leben zur Hölle zu machen. Denn wenn jemand nicht an die Hölle glaubt, muss man sie ihm halt machen. Dies ist der Auftrag, den der wahrscheinlich blauäugige Jesus uns Priestern und Christen auf den Weg gegeben hat. Solange irgendwo auf der Welt ein Atheist oder ein Mensch sich des Lebens freut, ist unsere Mission nicht erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, vergesst nicht, Abgottsporn hat unseren sterbenden Herrgott in dunkles Gehölz gestopft. Wegen der Aufklärung sind wir Priester aus Marketinggründen zumindest vordergründig zur Nächstenliebe verpflichtet.
Aber falls jemand von Ihnen, liebe Brüder und Schwestern, ein Sünder ist, möge er aus seinen Fehlern eine Tugend machen und Absporn einen Besuch abstatten. Am besten schlagen Sie ihm das Wort Gottes um die Ohren. In diesem Sinne, ora et labora. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, per la legalizzazione della Maria Juana.